Der Herr Jehovah hat mit mir gesprochen. I know that all the churches are tuned in now and all the nations are tuned in at the same time. Ich weiß, dass alle Gemeinden eingeschaltet haben und alle Nationen zu der gleichen Zeit eingeschaltet haben. Jehovah, the Lord, the Creator. Jehovah, der Herr, der Erschaffer. The Lord, Jehovah Rohi. Der Herr, Jehovah Rohi. Our shepherd. Unser Hirte. Jehovah El Jireh. Jehovah El Jireh. He has spoken with me. Er hat mit mir gesprochen. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. Jehovah Mekadishken. Jehovah Mekadishken. Jehovah Hoseinu. Jehovah Hoseinu. Jehovah Adonai. Jehovah Adonai. Jehovah Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Jehovah Elohim. Jehovah Elohim. The Lord Jehovah Elion. Der Herr Jehovah Elion. The Lord Jehovah Eloheka. Der Herr Jehovah Eloheka. Jehovah El Shama. Jehovah El Shama. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Jehovah El Shaddai. Jehovah El Shaddai. Jehovah Hoseinu. Jehovah Hoseinu. The Lord our Maker. Der Herr unser Schöpfer. The Lord Jehovah Sidkenu. Der Herr Jehovah Sidkenu. Jehovah El Gibor. Jehovah El Gibor. He has spoken with me this day. Er hat mit mir diesen Tag gesprochen. And Jehovah Elohim. Und Jehovah Elohim. Adonai. Adonai. Sabaoth. Sabaoth. Shalom. Shalom. Hoseinu. Hoseinu. Jehovah Elion. Jehovah Elion. El Olam. El Olam. Jireh. Jireh. Eloheka Mekadishken Shama. Eloheka Mekadishken Shama. Jehovah El Gibor. Jehovah El Gibor. Rohi. Rohi. He has spoken with me this morning. Er hat mit mir diesen Morgen gesprochen. And this morning at about 7 o'clock in the morning. Und diesen Morgen ungefähr um 7 Uhr morgens. The Lord has spoken with me in a very tremendous historic conversation. Der Herr hat mit mir gesprochen in einer sehr enormen historischen Unterhaltung. And I feel like time is running. Und ich fühle, wie die Zeit läuft. My time is running out. Meine Zeit läuft aus. In this conversation. In dieser Unterhaltung. At the end of it all, I feel like my time is running out now. Am Ende von all diesem fühle ich, wie meine Zeit jetzt abläuft. Because. Weil. The Lord this morning, he showed me. Der Herr mir diesen Morgen gezeigt hat. A very historic event that's about to take place on this earth. Ein sehr historisches Ereignis, welches kurz vor dem Stattfinden ist. I see a lot of people. Ich sehe viele Menschen. They were in different places of the earth. Sie waren an verschiedenen Orten auf der Erde. And there was a meeting. I was also involved in a meeting somewhere. Und es gab ein Treffen. Ich war auch in einem Treffen involviert. Irgendwo. And that meeting took place. Und als das Treffen stattgefunden hat, and then after a short while, und dann nach einer kurzen Weile, I saw people all of a sudden, ich sah, wie die Menschen plötzlich being taken up, hochgenommen wurden and entering the glorious kingdom of God. Und eintraten in das glorreiche Königreich von Gott. Again. Nochmals. The Lord has shown me today. He has not shown me before. Der Herr hat mir heute gezeigt. Er hat es mir nicht vorher gezeigt. It's the most shocking and the most historic moment. Es ist der schockierendste und höchst historischste Moment, that I have ever beheld, den ich jemals gesehen habe. In this continual and continuous, in dieser kontinuierlichen und durchgehenden, relentless conversation, unnachgiebigen Unterhaltung with the Godhead, God the Father, mit Vater Gott, mit Gott dem Vater. He alone, about whom knows the time, er alleine, er, der die Zeit weiß, knows the day and the hour, den Tag und die Stunde kennt, of this coming, von diesem Kommen, of the Messiah, des Messias, and the entry of the church into heaven. Und der Eintritt der Gemeinde in den Himmel.
And so, again. Und nun, nochmals. This morning, about 7 o'clock, 7:08. Diesen Morgen, ungefähr um 7 Uhr, 7:08. The Lord spoke with me. Sprach der Herr mit mir. In a tremendous conversation. In einer enormen Unterhaltung. And I was in a meeting somewhere. Ich war irgendwo in einem Treffen. And as I was in that meeting. Und als ich in diesem Treffen war, then I see the whole earth. He shows me everywhere. Dann sehe ich die ganze Erde. Er zeigt mir überall. And then after that, und dann danach, I see now, ich sehe jetzt, all of a sudden, plötzlich, people going up. It was such a shocking thing to see them. Dass Menschen hochgehen. Und es war so eine schockierende Sache, dies zu sehen. In the same garment. All of them. In dem gleichen Gewand, alle von ihnen. In the same garment. In dem gleichen Gewand. And including their hair. Und einschließlich ihr Haar. They tied their heads like turban. Sie haben ihren Kopf wie ein Turban gebunden. Rolled. Eingerollt. They tied their head with the same garment. Sie haben ihren Kopf gebunden mit dem gleichen Gewand. Fine linen. Bright, glorious and clean. Feine Leinen, strahlend, glorreich und rein. And they had tied and the front they rolled. Und sie haben es gebunden und vorne eingerollt. The way they had it tied is rolled. They have tied. They have the turban. Sie haben gebunden. Sie haben den Turban. But it is in front here is rolled. Aber vorne ist es eingerollt. And woven. Und eingeflochten. Like that all around. So ungefähr rundherum. And I saw people entering into the kingdom of God. Und ich sah die Leute in das Königreich Gottes eintreten. I saw them the detail, the greater detail of their entry. Ich sah sie, die Details, größere Details von dem Eintritt. A lot of people entering into the kingdom of God. Viele Leute treten ein in das Königreich Gottes. Not a lot, as in a lot of people. Nicht viele, gemeint viele Leute. Compared to the population of the earth, there were very few people that entered. Verglichen mit der Bevölkerung der Erde waren es sehr wenige Leute, die eintraten. But I saw a lot of people remain on the earth. Aber ich sah viele Leute, die zurückgeblieben sind auf der Erde. I have seen the church enter. Ich habe gesehen, wie die Gemeinde eintritt. I've seen the Lord take the church. Ich habe gesehen, wie der Herr die Gemeinde nimmt. And today the Lord has really privileged me. Und heute hat der Herr mich wirklich privilegiert. Because he has made me see them enter. Denn er hat mich dazu gebracht, zu sehen, wie sie eintreten. The entry. It's amazing how they were leaving the earth into the air. Der Eintritt. Es ist erstaunlich, wie sie die Erde verließen, hinein in die Luft. I saw into the air as they were going. Ich sah in die Luft, als sie gingen. I have seen the church enter. Ich habe gesehen, wie die Gemeinde eintritt. It's a very shocking event that has panicked me so much. Es ist ein sehr schockierendes Ereignis, welches mich so sehr in Panik versetzt hat. And that's why I feel like my time is running out now. Und deshalb fühle ich mich so, dass meine Zeit jetzt abläuft. My time has run out. Meine Zeit ist abgelaufen. I have seen the church enter and were wearing the same garment. Ich habe gesehen, wie die Gemeinde eintritt und sie tragen das gleiche Gewand. Same garment. Gleiches Gewand. I see them at the point of entry now. Ich sehe sie jetzt an dem Punkt des Eintretens. From down there. Von unten auf der Erde. The Lord showed me how they leave the ground. Der Herr zeigte mir, wie sie den Boden verlassen. And go into the air. Und in die Luft gehen. And then even at the point of entry when they now enter. Und sogar an dem Punkt des Eintretens, wenn sie jetzt eintreten. When they finally enter and I saw them. Wenn sie endlich eintreten und ich sah sie, in their corner they entered. Traten sie ein. These things I have seen today. Diese Dinge habe ich heute gesehen. This day the Lord has spoken with me about this very, very fearful. An diesem Tag hat der Herr mit mir gesprochen über dieses irreversible, unumkehrbare and irretrievable event und endgültige Geschehnis. And
At this hour, und zu dieser Stunde it is obvious, ist es offensichtlich, that the message on the coming of the Messiah, dass die Nachricht über das Kommen des Messias has now reached the four ends of the earth. Jetzt die vier Enden der Erde erreicht hat. The islands, die Inseln, the lakes, the oceans, the streams, the rivers, the springs, die Seen, die Ozeane, die Ströme, die Flüsse, die Quellen, the mountains, the rocks, die Berge, die Felsen, the valleys, die Täler, and all the continents of the earth, und alle Kontinente der Erde, all the peoples and the languages of the earth, all die Leute und die Sprachen von der Erde, at this time they have heard, zu dieser Zeit haben sie gehört, they have heard, sie haben gehört, that the Messiah is coming, dass der Messias kommt, at this precious hour, zu dieser kostbaren Stunde, the Lord has spoken with me, hat der Herr mit mir gesprochen, on the coming of the Messiah, über das Kommen des Messias, on the taking of the church, über das Nehmen der Gemeinde. I've seen people enter, not many people. Ich habe gesehen, wie Leute hineingehen, nicht viele Leute. I saw them go in. Ich sah sie hineingehen. And they were wearing same garment. Und sie haben das gleiche Gewand getragen. Remember in the Bible. Erinnert euch in der Bibel. It always took a short time when I look at the Bible. Es dauerte immer nur eine kurze Zeit, wenn ich in die Bibel schaue. When you look at the interlude, the distance of time. Wenn ihr die Periode betrachtet, die Zeitdistanz. Between. Dazwischen. When the voice, wenn die Stimme, that prepared the way appeared, die den Weg vorbereitet, auftritt, and when the king came, when the Lord the Messiah came, und der König kam, der Herr, der Messias kam, that time is a short time. Diese Zeit ist eine kurze Zeit. Again, nochmals, when the relative of the Lord, als der Verwandte des Herrn, appeared on the earth, auf der Erde auftrat, when his relative appeared on the earth and began to announce his coming, als sein Verwandter auf die Erde auftrat und anfing sein Kommen bekannt zu geben, and when he appeared into the scene, und als er in die Szene trat, that time was short. Diese Zeit war kurz. Again, nochmals, I have seen the entry of the church. I saw people leave the earth. Ich habe den Eintritt der Gemeinde gesehen. Ich habe gesehen, wie Leute die Erde verlassen. This morning, about 7 o'clock, 7:08. Diesen Morgen, um ungefähr 7 Uhr, 7:08. And it was amazing to see how they leave the soil and go into the air. Und es war erstaunlich zu sehen, wie sie die Erde verlassen und in die Luft gehen. It was just amazing to see that. Es war einfach nur erstaunlich, dies zu sehen. It shocked me very much. Es schockierte mich sehr. And then I saw them all as they entered, and it slowed down everything for me to see very well. Und dann sah ich sie alle, wie sie eintreten, und er verlangsamte alles für mich, damit ich alles sehr gut sehen kann. And I see them, they even tie turban, same garment. Und ich sehe sie, sie haben sogar einen Turban gebunden, gleiches Gewand. Finest linen, bright and clean. Feinste Leinen, strahlend und rein. And glorious. Und glorreich. This is what I have been announcing over the years. Das ist, was ich über die ganzen Jahre hinweg verkündet habe. For all my life. Mein ganzes Leben hinweg. This is what I have been saying over the years. Das ist, was ich gesagt habe über all die Jahre. Since days of old. Seit den alten Tagen. That the Messiah is coming. Dass der Messias kommt. That the nations need to prepare. Dass die Nationen sich vorbereiten müssen. Everyone knows that the way to prepare is to be in righteousness. Jeder weiß, dass die Weise, sich vorzubereiten, in Gerechtigkeit ist. And to return to holiness. Und zur Heiligkeit zurückzukehren. And to stop this game. Und aufzuhören mit diesem Spiel. Going on the earth, as if the earth is here forever. Welches auf der Erde passiert, als wenn die Erde für immer hier sein würde. Now, it is a serious call. Jetzt ist es ein ernsthafter Ruf. Unto repentance. Zum Buße tun. And I don't know why today. Und ich weiß nicht, warum heute.
Because today is when the church in Kenya, the whole nation is right now observing a national repentance. Weil heute der Tag ist, wo die Gemeinde in Kenia, die ganze Nation jetzt gerade eine nationale Buße observiert. For some of the grievous things that have happened here. Für einige der schwerwiegenden Sünden, die hier passierten. On to this voice, on to this message. Zu dieser Stimme, zu dieser Nachricht. And now, und jetzt, the Lord speaks about the entry of men. Spricht der Herr über den Eintritt von Menschen. Entry of the church. Eintritt der Gemeinde. Into the kingdom of God. In das Königreich Gottes. That is a tremendous thing. Dies ist eine enorme Sache. Shocked me and awoke me to the fact that my time is over. Schockierte mich und wachte mich auf zu der Tatsache, dass meine Zeit vorbei ist. My time is fast running out. Meine Zeit läuft schnell ab. The time is running out for the church. Die Zeit läuft ab für die Gemeinde. And the Lord is asking that all peoples, und der Herr fordert auf, dass alle Leute everywhere begin to prepare in absolute righteousness. Überall anfangen, sich vorzubereiten in absoluter Gerechtigkeit. The Lord is asking that all peoples everywhere on the earth, der Herr fordert auf, dass alle Leute überall auf der Erde, including in the oceans, sogar in den Ozeanen, those that are out in those islands of the oceans, diejenigen, die dort draußen sind, auf den Inseln, in den Ozeanen, all the way down to New Zealand, Australia, as you go as far as Finland, all den ganzen Weg nach unten, nach Neuseeland, Australien, so weit wie man geht, nach Finnland, South Korea, all the way to Canada, all those places, Südkorea, all den ganzen Weg hin nach Kanada, all diese Orte, Nebraska, down to Concepcion and Nocturno, down below the tip of South America. Nach unten hin zu Concepcion und Nocturne. Nach unten, unter der Spitze von Südamerika. The Lord is asking that everybody repent. Der Herr fordert auf, dass jeder Buße tut. That everyone put their knees down and repent. Dass jeder seine Knie nach unten begibt und Buße tut. And repent from the bottom of their hearts. Und Buße tut von dem Grund seines Herzens. And receive Jesus as Lord. Und Jesus als den Herrn empfängt. And forget about sin and reject sin. Und die Sünde vergisst, die Sünde ablehnt. Denounce sin. Die Sünde denunziert. And renounce every wickedness of this earth. Und jede Bosheit von dieser Erde aufgibt. And prepare themselves for a more glorious kingdom. Und sich selbst für ein mehr glorreiches Königreich vorbereitet. A holier kingdom. Ein heiligeres Königreich. The holiest kingdom. Das heiligste Königreich. The glorious kingdom. Das glorreiche Königreich. The mighty kingdom. Das mächtige Königreich. The eternal kingdom. Das ewigliche Königreich. The kingdom of Yahweh. Das Königreich von Yahweh. The kingdom of heaven. Das Königreich des Himmels. Again I repeat. Nochmals wiederhole ich. Ever since you look at the Bible. Seitdem schaut in die Bibel. The time between when the voice of the relative of the Lord appeared. Die Zeit zwischen der Stimme von dem Verwandten des Herrn auftrat, to announce his coming, um sein Kommen bekannt zu geben. And when the Lord himself appeared, that time is short. Und als der Herr selbst erschien, diese Zeit ist kurz. So prepare way all the way throughout the nations of the earth. Also bereitet den Weg all die ganzen Nationen der Erde. The Lord may have his way in your hearts. Möge der Herr seinen Weg in euren Herzen haben. This is a moment of awakening, a moment of reckoning, the moment of truth. Dies ist der Moment des Erwachens, der Moment der Rechenschaft, der Moment der Wahrheit. Let all people now face the truth. Lasst alle Leute jetzt die Wahrheit ins Gesicht nehmen. Are you going into the kingdom of God? Geht ihr in das Königreich Gottes? Are you prepared in righteousness? Seid ihr vorbereitet in Gerechtigkeit? Are you going to choose
holiness. Entscheidet ihr euch für die Heiligkeit. Remember, the Bible says, erinnert euch, die Bibel sagt, for without holiness, ohne Heiligung, no one will see the Lord. Wird niemand den Herrn sehen. In other words, you cannot enter the glorious kingdom of Jehovah. In anderen Worten, ihr könnt nicht das glorreiche Königreich von Jehova eintreten. And for Kenya, you really need to repent. Und für Kenia, ihr müsst wirklich Buße tun. Because so much has been given you. Denn so viel wurde euch gegeben. But sometimes the way you've handled it, I have trembled. Aber manchmal den Weg, wie ihr es gehandhabt habt. Ich habe gezittert. The way you've handled things. Die Weise, wie ihr die Dinge gehandhabt habt. Sometimes trying to hurt the messenger, to kill him. Manchmal versucht den Botschafter zu verletzen, ihn umzubringen. To do what? Und was noch zu tun? You poison him. Ihn vergiften. You cannot do those things, to burn him in a house. Ihr könnt diese Dinge nicht tun, ihn in einem Haus zu verbrennen. All these kind of things you've done. All diese Art der Dinge, die ihr getan habt. And yet many cripples have walked. Und trotzdem, so viele Krüppel konnten gehen. The largest number of cripples ever walked the earth have walked here. Die größte Anzahl von Krüppel, die jemals auf der Erde gegangen sind, sind hier gegangen. The largest number of blind eyes ever opened. Die größte Nummer von blinden Augen, die sich jemals geöffnet haben. On the earth have opened here. Auf der Erde haben sich hier geöffnet. The largest number of HIV/AIDS, largest number of deaf, mute, what, everybody. Die größte Anzahl von HIV/AIDS, die größte Anzahl von Gehörlosen, Sprachlosen, was? Jeder. Even today as we wait. Sogar heute, während wir warten. As we wait. Während wir warten. For this event that I've announced. Even today. Für dieses Ereignis, welches ich bekannt gegeben habe. Sogar heute. As we wait. Während wir warten. People are going to be healed across the churches. Werden die Leute in den vielen Gemeinden geheilt. And the nations of the earth. Und die Nationen der Erde. You need to prepare because every single soul. Ihr müsst euch vorbereiten, denn jede einzelne Seele was given the capacity to detect sin. Wurde die Kapazität gegeben, Sünde zu entdecken. And reject sin. Und Sünde abzulehnen. The voice has been heard. Die Stimme wurde gehört. That prepare ye the way. Das bereitet den Weg. For the coming of the Messiah. Für das Kommen des Messias. Prepare ye the way. Bereitet den Weg. Repent. Repent, for the kingdom of God is at hand. Tut Buße. Tut Buße. Denn das Königreich Gottes ist nahe. Again. Today, in the morning. Nochmals, heute am Morgen. At about 7 o'clock. Um ungefähr 7 Uhr. 7:08, around there. 7:08 ungefähr. The Lord has shocked me. Hat der Herr mich schockiert. He showed me the church entering. Er zeigte mir die Gemeinde, wie sie eintretet. I panicked because I wanted the Lord to give me a chance to announce this to you. Ich war in Panik, denn ich wollte, dass der Herr mir die Chance gibt, euch dies bekannt zu geben. I wanted the Lord to give me a chance to alert you that I may finish my work well. Ich wollte, dass der Herr mir die Chance gibt, euch zu alarmieren. I feared. Ich hatte Angst. It may happen before I announce it to you. Dass es passiert, bevor ich euch es bekannt gebe. But I have seen. Aber ich habe gesehen. People going up and going into the kingdom of God. Dass die Leute hochgehen und in das Königreich Gottes gehen. This morning here. Diesen Morgen hier. And he drew it very close. Und er zog es sehr nah heran. This time he drew me very close to them. Dieses Mal zog er mich sehr nah an sie heran. Most of the time they have been at a distance. Die meiste Zeit lang waren sie zu einer Distanz. This time even as he lifted me up. Dieses Mal sogar, als er mich hochbrachte. But he drew them very close to me, so I could see people. Aber er zog sie sehr nah an mich ran. Ich konnte also Leute sehen. I saw them now, how they left. Ich sah sie jetzt, wie sie weggingen. The earth, the soil. Die Erde, den Erdboden. And they went. Und sie gingen. And I saw also how they finally entered. Und ich sah auch, wie sie endlich eintraten. It's a tremendous, shocking sight to behold.
Es ist eine enorme Ansicht, sie zu sehen. So I have seen the Messiah coming. Ich habe also den Messias kommen sehen. And I've said, when you look at the Bible, und ich habe gesagt, wenn ihr in die Bibel schaut, when the relative of the Lord Jesus appeared, als der Verwandte von dem Herrn Jesus auftrat and began to announce his glorious coming, und anfing, sein glorreiches Kommen bekannt zu geben, and when the Messiah himself appeared, that time is short. Und als der Messias selbst auftrat, diese Zeit ist kurz. I feel like my time is running out. Ich fühle, dass meine Zeit abläuft. Those who have ears, prepare the way. Diejenigen, die Ohren haben, bereitet den Weg. This is him about whom it is written in scripture. Dies ist er, von dem in der Schrift geschrieben wurde. This is him about whom it was written in the word. Dies ist er, von dem geschrieben wurde im Wort. That I will send my messenger. Dass ich meinen Botschafter senden werde. That will go ahead of you. Der vorangehen wird. To prepare your way before the day of your coming. Um deinen Weg vorzubereiten vor deinem Tag des Kommens. Those who have ears, diejenigen, die Ohren haben, please hearken unto the voice of the Lord. Bitte hört zu der Stimme von dem Herrn. Shalom. Thank you.